Basra im Oktober 2003. In beiden Golfkriegen war die 500.000 Einwohnerstadt heiß umkämpft. Heute herrscht hier die britische Besatzungsmacht. Eigentlich wollten die Briten kontaminierte Panzer abtransportieren. Doch im Vorort Abu Qasib, wo im jüngsten Irakkrieg eine Panzerschlacht stattfand, findet Ted Wayman gleich mehrere Panzer, die von Urangeschossen getroffen wurden. An diesem Panzer haben wir gestern die 20.000-fache Radioaktivität gemessen, im Vergleich zur natürlichen Strahlung. Das Urangeschoss streifte den Panzer und schlug dann in dieses Gebäude dort ein, eine Eisfabrik. Wir fanden in diesem Schlachtfeld radioaktive Werte, die das 30.000-fache der natürlichen Strahlung hatten. Das sind die höchsten Werte, die Ted Wayman auf dieser Irakreise gemessen hat. Der Zeiger des Messgerätes schlägt bis zum Anschlag aus. Und zu dem Dauerton heißt es in der Gebrauchsanleitung, solche Orte seien sofort zu verlassen. Das hier ist ausgelaufenes Schmutzwasser und wir wollen sehen, was das Labor dazu sagt. Das Wasser tropft aus dem Tank der Eisfabrik. Ein Streifschuss von einem der Panzer traf den Vorratstank. Ted Wayman befürchtet, dass sich das Urangeschoss noch in dem Wassertank befindet. Da in dem Gebiet von der Eisfabrik sind die Proben, die wir daher haben, sind generell hoch. Und da haben wir auch den Hauptteil des Urans, was das sich da im Wasser befindet, 85%, sind auch dieses abgereicherte Uran. 6 oder 8 Mal so hohe Konzentration Uran, als es jetzt zum Beispiel von der Weltgesundheitsorganisation erlaubt, überhaupt im Wasser drin zu haben. Das Wasser ist ganz klar kontaminiert und dürfte halt nach Richtlinie her auf jeden Fall nicht mehr benutzt werden als Trinkwasser. Dr. Axel Gerdes untersuchte jetzt auch den Urin von Soldaten, die aus dem jüngsten Irakkrieg zurückkamen. Fast die Hälfte der Soldaten hatte stark erhöhte Uranwerte. Eines beunruhigt den Forscher ganz besonders. Mit seinen hochempfindlichen Geräten fand er in fast allen Urin- und Bodenproben aus dem Irak auch das hochradioaktive Uran-236. Überall da haben wir auch das Uran-236 gefunden. Und da muss man zu sagen, das Uran-236 kommt in der Natur nicht vor. Das ist ein Isotop, was vom Mensch gemacht wurde in Atomkraftwerken. Aus diesem Uran, was aus den Wiederaufbereitungsanlagen aufkommt, gibt es natürlich dann auch Spuren von Plutonium und eventuell noch anderen Aktiniden. Aber das sind alles Isotope, die alle natürlich radioaktiv sind und über den Inhalationsprozess auch viel effektiver auf den Körper, auf die Zellen einwirken könnten. Plutonium, der giftigste Stoff überhaupt, ist 1 Million Mal giftiger als abgereichertes Uran. Mit dem Wind wird der feine, unsichtbare Staub aus Uran- und Plutoniumteilchen bis in benachbarte Länder getragen. Obwohl es sich nachweislich um schmutziges Uran aus der Wiederaufbereitung handelt, entsorgen die Briten und Amerikaner diese hochradioaktiven Überreste des Krieges nicht. Die geschilderten Gefahren seien nicht bewiesen, heißt es. Doch immer mehr Wissenschaftler folgen Professor Günthers These. Unsere Chromosomenstudie zeigt, dass Professor Günther 1991-92 zu Recht einen Zusammenhang zwischen der Anwendung von Uranmunition und schweren Krankheitsbildern vermutet hat, sondern auch, dass die Anwendung von Uranwaffen ein Kriegsverbrechen ist. Auf seiner jüngsten Irakreise muss Professor Günther sehen, dass seine schlimmsten Befürchtungen eingetroffen sind. In der Kinderklinik von Basra erfährt er von Dr. Jenan Hassan, dass 10-mal mehr Patienten an Krebs leiden als vor dem Krieg 1991. Und dass 20-mal mehr Babys mit Missbildungen zur Welt kommen. Für die Ärztin steht die Ursache fest, die Uranmunition. Sie befürchtet, dass das Massensterben jetzt die Hauptstadt Bagdad treffen wird. Jetzt warten wir, was nach 2003 passiert. Ich erwarte besonders den Anstieg der Krebsraten in Bagdad, denn Großbagdad war schweren Bombardierungen mit Urangeschossen ausgesetzt. Die meisten schweren Missbildungen sind Kinder ohne Kopf, ohne Arme, ohne Nasen und Augen.
Vor dem Krieg fragten die Frauen nach der Geburt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Jetzt fragen sie nur, ist es gesund oder missgebildet? Ich habe hier drei Soldatenfrauen, die Kinder mit schwersten Missbildungen zur Welt brachten. Ihre Männer ließen sich scheiden. Wir beobachten einen starken Anstieg von Krebs- und Leukämiefällen bei Kindern und sie werden immer jünger. Das hier ist Lymphknotenkrebs. Der hat eine ganz schlechte Prognose. Er wird bald sterben. Er ist ganz schlecht dran. Es ist furchtbar, das zu sehen. Meistens nehmen die Mütter dann ihre Kinder wieder zurück nach Hause, damit sie zu Hause sterben. Der 7-jährige Junge starb 2 Tage später.